Willkommen zurück, Leute, zu Rise of the Tomb Raider. Ja, sie hat hier zuletzt irgendwie diese Klinge an diesem Ding erwähnt. Und ich glaube hier, ja, hier habe ich noch nichts gemacht. Und ich glaube, damit kriegen wir das dann eher mal frei. Jawohl. Ja, das ist doch schön. Ich muss besser abpassen. Ja, glaube ich auch. Zack. Warte, komm mal her. Verdumms. Du bleibst mal schön hier. So. Besser zeitlich abpassen, und zwar am besten nicht, wenn der Dings kommt, ne? Jetzt zum Beispiel. Na komm. Aha. Döngelt das dagegen? Ich verstehe. So. Jetzt musst du das da wieder reinholen. Es muss halt dagegen kloppen. Genau. So, und wann machen wir es frei? Mit Wind oder ohne? Ohne hat ja irgendwie nicht geklappt. Aber mit, dann dongelt es nur gegen die andere Wand. So, ich warte mal eben noch kurz. Na komm. Naja, das wird nix. Ja. Kann sie das mehrmals irgendwie oder muss ich den immer festziehen? Nee, das bringt nix. Ich muss das Ding festzurren wieder. Und wieder ziehen. Ist ja ein bisschen doof hier, ne? Dreh die Kurbel, dreh die Kurbel. Sehr schön. Und jetzt ist es trotzdem noch die Frage für mich, ja. Ich denke halt eher ohne Wind. Aber das klappt auch nicht. Der Wind muss das schon ein bisschen dahin drücken. So, genau, und dann da schön gegenkloppen. Ach ja. Dreh die Kurbel, dreh die Kurbel. So. Dann doch mit dem Wind vielleicht? Dann jetzt. Komm, Wind, komm! Oh. Nee. Das war ein bisschen zu früh. Dann machen wir es mal mit Wind. So. Achso, muss es ja erstmal noch ziehen. Kurbel drehen. Die Kurbel drehen. Dreh die Kurbel herum. Wind kommt. Jetzt warte ich lieber ein bisschen. So, und jetzt. Jawohl! Geschafft. Jetzt kann ich die Tür öffnen. Also mit dem Wind, damit es da auch wirklich gegenschlägt. Ist klar, sonst geht es nach rechts oder zu weit nach links. Schön. Okay, hab's kapiert. Na, hoffentlich stürzt hier aber nichts ein. Es ist ein Kodex mit verschiedenen
verschiedenen Betrachtungen zu Willenskraft. Innere Stärke, neue Fähigkeit gemeistert. Wenn Sie im Kampf schwere Verletzungen erleiden, der Bildschirm wird dann grau, wird Ihre Gesundheit automatisch erneuert. Diese Gesundheitssofortregeneration erfolgt nur einmal pro Kampf und wird zwischen den Kämpfen aktualisiert. Toll, genau das Richtige für mich. Stimme Gottes abgeschlossen. Boah, ist das krass hier, auch mit dem Gewackel gerade so, das macht das alles noch gefährlicher und mystischer und ja, als wären wir halt an so einem voll besonderen Ort. Schön. Toll, dass wir das geschafft haben. Oh, da waren noch Münzen. Ganz versteckt. Voll fies. Nee, das waren keine Münzen. Irgendwas anderes. Okay. War hier noch was, was ihr hier so guckt? Geh nochmal hier rum. Kann man ja schnell was übersehen. Nee, da will... Nein, da will ich doch gar nicht nochmal wieder hin. Wobei dieses Gemälde auch echt toll ist. Man muss es ja mal würdigen. Gut, dann gehen wir wieder. Mit dem schnellen Weg, das ist immer das Schönste. Die Eier kannst du auch nochmal mitnehmen und Federn und was weiß ich. Ah, da. Oder? Nicht? Nee. Wo ist denn hier das andere Ding? Ach, da oben war das, genau. Da wollten wir zurück. Dann hopp. Also, dass die keinen Schiss hat, echt. Ich würde sterben vor Angst in der Höhe immer. Das wäre ja nicht so meins. Aber okay. Kann man hier eigentlich... Weil wir ja... Ach nee, wir kamen ja da um die Ecke, ne? Oder wie war das? Genau, und dann bin ich hier nach oben und hatte eigentlich den ja schon fertig gemacht, bin dann ja aber leider in die Tiefe gestürzt. Ah, und da sind noch direkt ein paar Sachen zum Entdecken. Das muss ein Gefäß sein, in dem Weihrauch verbrannt wurde. Aber es wurde verändert. Mhm. Okay. Es wurde verändert. Aha. Na dann. Noch ein Nest. Was ist denn hier wieder? Da ist bestimmt wieder irgendein Tier. Die mysteriöse Musik fängt wieder an. Was mich an den Schneeleoparden erinnert, den ich erfolgreich verdrängt hatte durch das schöne Grab. Schade aber auch. Okay, dann gehen wir hier wieder zurück. Ab durch die Lücke zwängen. Und zu unserem neuen Lager. Aber wir können noch nichts anderes machen. Wir sind immer noch beim gefrorenen Klamm. Bleiben wir mal dabei. Ja. Wo will ich jetzt eigentlich hin? Ich will ja nicht wieder da zurück. Ist ja Quatsch. Wir wollen ja ganz zurück wieder zu unserem Hauptquest. Zurück zu den furchtbaren Schneeleoparden. Ja. Okay. Gut. Genau, da kommen wir her und da wollen wir wieder hin. Sowjetanlage. Mal wieder. Abmarsch raus. Weiter geht's. Hier was direkt in der Ecke? Ich glaube nicht. Ich nehme mir mal hier noch so einen Zweig mit. Machen wir mal ein paar neue Pfeile gleich. Was ruckelt denn das jetzt so doof? So,
Genau, Spiel, krieg dich mal ein. Wir sollen eigentlich mehr nach links, aber ich laufe mal hier weiter. Ja, ich denke, wir können hier ruhig weiter langlaufen. Mann, meine Framerate bricht gerade voll ein. Das nervt ein bisschen. Aber hier haben wir noch was gefunden. Und das mal ganz in Ruhe mitnehmen, dass das Bild sich beruhigen kann. Achso, nee, es ist nur eine doofe Ölkanne. Okay. Manchmal sehen die so aus wie diese anderen Dinger. Ach du. Ja. Direkt vor meiner Nase und er merkt es angeblich nicht, ist klar. Ja, nimm den Wolf aus, nimm alle Gedärme mit. Und alles, was du so brauchst für deinen Alltag. So ein paar Heilpflanzenbeeren noch oder sowas. Auch noch. Wann findet sie eigentlich die Zeit, all die Pfeile so beim Laufen nebenbei? Fehlende Ausrüstung. Zum Schneiden von Seilen wird das Kampfmesser benötigt. Ach so. Ja, Entschuldigung, dass wir noch nicht alles haben. Hier gehe ich doch glatt nochmal um die Ecke. Ist hier was? Nein. Da oben. Hier hat man wenigstens eine gute Aussicht. Auf unsere schöne Schneelandschaft. Und wir sollen da vorne hin. Okay. Da oben würde ich gerne rauf. Wie komme ich da hin? Kann ich hier irgendwo rumhüpfen? Sowjetsoldaten, hier ist was Furchtbares passiert. Ja, allerdings. Das sehe ich ja jetzt erst, dass sie hier alle hängen. Das ist irgendwie abartig. Das ist echt eklig und ich will da oben irgendwie hin. Wieder allein. Steigen Sie auf das Kupferwerk, um den Mineneingang zu erreichen. Ja. Okay. Kannst du ja hier vorne mal auf den Wagen rauf Sachen mitnehmen. Noch ein Lager. Ich denke jeden Tag an Dad. Ich war jahrelang so wütend auf ihn, weil ihm die Arbeit so wichtig war, er einem Märchen nachzujagen schien. Ich wusste doch nicht. Ich sage mir, dass ich noch klein war, ich es nicht verstehen konnte. Aber ich habe ihn verloren. Und jetzt fühle ich mich ihm mehr verbunden als damals, als er noch am Leben war. So weit ist er nie gekommen, aber er ist bei mir. Die göttliche Quelle ist hier und ich werde sie finden. Er wusste, dass sie den Begriff der menschlichen Seele ändern kann, dass sie die Welt verändern kann. Aber er ist tot. Und außer mir weiß niemand mehr, dass er recht hatte. Das macht Lara ja auch zu einer irgendwie Einzelkämpferin. Und apropos Dad, ich würde gerne noch von ihrem Vater die anderen Sachen mal weiterlesen. Ja, da sind wir doch richtig hier, ne? Aber wo sind denn die Sachen hier mit ihrem Vater? So, finden wir die hier. Tagebuch von Lord Croft, genau. Ich glaube, wir waren zuletzt bei Einladung und... Ja, und jetzt mache ich mal ein Treffen. Schmerz ist Illusion, wie der Körper, der ihn empfindet. Unsere Seelen spüren keinen Schmerz, wenn unser Fleisch zerreißt. Steigen unsere Seelen trotzdem auf, makellos und unversehrt. Wenn man die Lügen des Körpers von Gottes Wahrhaftigkeit der Seele trennen kann, hat der Gegner keine Macht über einen. Der Körper kann sterben, zerfetzt werden. Aber man schreit vor Freude, denn die Seele ist ewig und frei von Schmerz. Aber war das jetzt echt von Ihrem Vater? Ja. Heute wurde ich eingeladen. Auf einer Konferenz über Folklore und Anthropologie zu... Ja, das hatten wir schon. Okay, dann sind wir ja richtig hier. Nur noch zwei
Einträge, dann haben wir sie auch schon alle gehört. Okay. Ach, und hier haben wir wieder so einen... Kann sie den überhaupt lesen oder nicht? Da unten hat jemand etwas eingeritzt. Anweisungen zu etwas Verborgenem. Aha, Karte aktualisiert, Münzverstecke und hier ist auch noch was. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Unser Russisch ist besser geworden. Seilzug. Nutzen Sie den Bogen, um mit Seil umwickelte Objekte heranzuziehen. Aber gerne doch. Dafür haben wir das Ding ja. Jetzt. Gut, dann gehen wir da durch. Lara, geht's Ihnen gut? Ja, ich bin am Fuß des alten Sowjetwerks. Ich bin auf dem Weg zum Mineneingang im oberen Teil der Anlage. Können wir uns dort treffen? Ich bin unterwegs. Alles klar, aber bevor wir zu ihm gehen, nehmen wir uns noch mal mit, was wir so finden. Denn das gehört ja auch zum Spiel dazu. Und ich hoffe, es stört euch nicht. Ich finde, das bereichert das Spiel immer, dass man alles so in so einem Ausgleich hat. Action, Geschichte, Hintergrundinformation, Überlebenskram, sammeln, manchmal einfach nur zuhören, dann wieder kämpfen. Alles Mögliche halt. Das mag ich immer gerne an den Spielen eigentlich, dass sie so von allem etwas haben. Genossen, dieser Bericht erreicht euch aufgrund einer einmaligen Entdeckung in den Bergen bei der Freiheitsstation. Unser Minentrupp ist zu einem gewaltigen Hohlraum durchgebrochen, voller unglaublicher Ruinen und Artefakte, wie sie noch nie im Mutterland gefunden wurden. Die Arbeiter, die wir unter den Einheimischen rekrutiert haben, waren nach der Entdeckung sehr aufgeregt. Sie wissen etwas über diese Ruinen. Wir werden die Gefangenen rund um die Uhr bearbeiten. Ich glaube, wir stehen kurz vor einer noch sagenhafteren Entdeckung. Nachrichten des Sowjetkommandanten, Sie haben Ruinen entdeckt. Ach ja, das haben Sie. Hier noch was? Ach so, jetzt können wir wieder hier Ablenkungsmanöver spielen. Warum? Kommt hier jemand? Oder what? Was ist hier? Ah. Noch so ein Kessel. Und Waggons. Und da hinten in der Ecke steht auch noch eine Kiste, die wir mitnehmen können. Ja, hier ist alles sehr verwinkelt. Man kann schnell was übersehen. Habe ich bestimmt auch schon. So, und hier waren wir drin, weil ich das aufgemacht habe, ne? Okay. Gut. Gehen wir mal weiter. So, komme ich hier denn irgendwie weiter lang? Ah. Ist auch noch eine Ecke. Nee, ist schon voll. Sehr schön. Lieber voll als leer. Wir wissen ja nie, was noch kommt. Aufs Dach kommen, genau. Das wäre auch nochmal eine Idee. Und das stört mich immer, dass ich da noch nicht die Sachen runterholen kann. Komme ich denn hier mal weiter? Ah, über die Kisten vielleicht. War ich hier schon drinne? Hier schon drinne? Ah. Okay, ich glaube, da geht's richtig weit, aber weiter noch. Aber wir können ja auch irgendwie rauf. Also, was jetzt? Da ist der Schrank offen, also war ich da schon dran, ne? Den kann ich nicht aufmachen, alles klar. Weil man kann doch auch hier theoretisch... Ach, da ist noch ein Grab. Jetzt werde ich aber abgelenkt hier. Metallbarrieren. Zerstören Sie Metallbarrieren mit Hilfe von Sprengladungen. Nee, das werde ich wohl noch nicht machen können. Aber immerhin habe ich es gefunden. So. Genau. Alles so voll das Labyrinth quasi. Naja, nicht Labyrinth, aber
Irgendwie, man hat so voll viel zu entdecken. Ist ja aber auch schön. Das macht das Spiel auch interessant, sonst wäre es ja langweilig. Haben wir alles schon? Das können wir noch mitnehmen. Okay. Ja. Dann hoch mit dir. Ja, war ja klar, dass ich es wieder nicht gebacken kriege. Komm, hoch mit dir. Jetzt ist da unten auch noch eine Kiste. Rein theoretisch. Jawohl. Ja, da ist ein Grab, ich weiß. Käfige, als wären sie Tiere. Schrecklich. Schrecklich. Wie kann man denn so leben? Anna teilt unseren Glauben nicht. Oder ihr Hiersein hat andere Gründe. Sie ist hin und her gerissen. Ich merke das. Mir ging es auch mal so. Aber wir müssen hier alle unseren Teil beitragen. Ich übernahm einen Wachdienst, um ein Opfer zu suchen. Und tatsächlich habe ich eine Verbliebene erwischt. Ich ließ mir Zeit. Tat es mit den Händen, um zu sehen, wie das Licht in ihren Augen erlosch. Ich blieb bei ihr, bis sie kalt war. Magie. Konstantin sagt, dass wir mit der Quelle ewig leben werden. Dass wir das Angesicht Gottes sehen werden. Aber das habe ich schon. Genau hier soll ich sein. Hat gedauert, es zu finden. Aber das ist es. Ich bin zu Hause. Zweiter Mord. Trinity muss wissen, was er vorhat. Negativ. Selbst wenn, bei der Revolte wurde hier sehr viel beschädigt. Es wird gefährlicher, je höher wir kommen. Wind und Wetter haben wir drin. Hier also sind wir doch jetzt durchgekommen. Ja, der erste Kontakt war in einem der Schächte. RB, halt Molotow-Cocktail, stellen Sie aus Stoffen einer Flasche einen Molotow-Cocktail her. Das machen wir im nächsten Part, Leute, bei Rise of the Tomb Raider. Wir sehen uns. Bis dann.